Herzlich willkommen zur Security Safari in Brokenland. Es ist mir eine große Ehre, euch auf unserem Hexen-Channel jetzt eine besondere Reise ankündigen zu können. Wir hatten ja heute Mittag schon die Kaffeefahrt ins Darknet und jetzt gehen wir auf Safari ins Brokenland. Die beiden Schwachstellendompteure, Dimir und Hetty, nehmen uns mal wieder mit auf die Reise quer durch die Schwachstellen in der IT-Security. Mit dabei sind, ich zitiere, Zero Days in Microsoft Exchange und diversen VPN-Lösungen, 21 Sargnägel im E-Mail-Server Exim und fehlende Zugriffsbeschränkungen auf Gesundheitsdaten in diversen mit Covid-19 bezogener Software. Also buntes Programm. Aber keine Angst. Der Vortrag ist besonders auch darauf ausgelegt, dass Personen, die bisher mit IT-Sicherheit noch nicht so viel zu tun hatten, mitgenommen werden. Es ist wirklich eine ganz entspannte Safari, die mit Sicherheit auch sehr, sehr viel Spaß macht. Eine Warnung gibt es dennoch. Es wird gegen Ende des Vortrags auch um digitale Überwachung von Menschen, also insbesondere Frauen, gehen und Menschenrechtsverletzungen. Wenn ihr momentan die Kraft dazu nicht habt, bleibt vielleicht nicht bis zum Ende, nehmt euch jemanden an die Seite, das ist überhaupt kein Problem. Ihr könnt den Talk ja auch noch zu einem anderen Zeitpunkt schauen. Für Fragen während des Vortrags haben wir den Signal Angel, das ist diesmal Zuckerkeks, auf Twitter und im IRC und auch auf Rocket und wird die Fragen dann von euch sammeln. Und im Anschluss gibt es ein Q&A im Big Blue Button in der Awesome Ada. Und da werden wir dann die Antworten besprechen. Dort könnt ihr auch nochmal Live-Fragen stellen. Und Dimir und Hetty werden sie dann beantworten. Und jetzt ganz, ganz viel Spaß auf der Safari. Ja, hallo allerseits, herzlich willkommen. Schön, dass ihr euch unseren Talk über Security Safari in Borkenland anhören wollt. Ein kleiner Talk über was in der IT 2021 so ein bisschen nicht ganz hingehaut hat. Zuerst eine kleine Content-Warnung. Und zwar ist es so, dass wir an einer Stelle über digitale Überwachung von Menschen sprechen werden, spezifisch auf Smartphones. Insbesondere geht es darum auch um PartnerInnen, die überwacht werden. Also falls das für jemanden problematisch ist, dann ja, es wird davor auch nochmal einen kurzen Hinweis geben. Das heißt, ihr könnt auch dann aus dem Talk aussteigen. Ja, also ganz kurz zu uns. Also zuerst zu mir. Also ich bin der Dimir. Ich bin seit 2016 im Chaos Computer Club Wien tätig, dort ja, unter anderem bei der Privacy Week und vor allem auch bei Chaos macht Schule und bin aktuell als Junior IT Security Analyst bei Cert.at angestellt. Das ist das österreichische Äquivalent zu dem, was bei euch ungefähr, was in Deutschland ungefähr das BSI ist. Hetty. Ja, hi, ich bin der Hetty. Ich bin auch im Chaos Computer Club aktiv in verschiedenen Events und Aktionen. Bin auch im Hackspace MetaLab aktiv involviert. Sonst in meiner Freizeit mache ich auch Capture the Flag Events, wo wir quasi IT-Sicherheitsprobleme lösen im Team wie Onyo von der TU Wien. Und ansonsten in meinem Brotberuf bin ich IT-Security-Experte und mache halt Software kaputt und werde dafür bezahlt und muss sich auch dokumentieren, die Sachen. Kommen wir zum Thema, warum machen wir diesen Talk überhaupt? Das Wichtigste zuerst, Sicherheitslücken betreffen uns alle, sei es euch, eure Großeltern, eure Freunde, euer Umkreis, quasi jeder von uns hat Technologie zu Hause oder nutzt Technologie und die ist halt leider nicht fehlerfrei. Das weitere Problem ist, dass es sehr viele Security-Lingo gibt, also quasi Security-Begriffe und oft erschwert es den Leuten die Einordnung mit, was heißt das für uns oder wie kaputt ist das? Und diese Security-Lingo erleichtert auch oft eine Unter- oder Übertreibung. Und wenn man sich nicht auskennt, dann kann irgendwas was ganz, ganz Triviales, was nicht so schlimm ist, voll stimmen sich anhören und sein, obwohl es dann nicht der Fall ist. Und das Ding ist auch, dass die konkreten Auswirkungen oft unklar sind. Also man kann halt oft dann nicht einschätzen, wie schlimm ist das, weil man oft das Fachwissen nicht hat. Und wir würden da gerne ein bisschen Einblick bringen in diese Welt und euch ein bisschen Dinge erklären und zeigen, damit ihr dann besser die Dinge versteht. Zu dem Fahrplan von diesem Talk. Wir haben einerseits mal kurz die Basics, gehen wir mit euch durch. Dann machen wir E-Mail, quasi die ganzen Themen, die ihr quasi oft dann habt, die ihr nutzt. Also E-Mail, virtuelle private Networks, VPNs, Wiki, Wissensmanagementsysteme, ja, Java, Drucker, Office, Videokonferenzlösungen und am Schluss noch Smartphones.
kommen wir zu den Basics. IT-Sicherheit basiert auf dieser CIA-Triade. Das sind quasi die fundamentalen Aspekte von IT-Sicherheit. Die bestehen aus Confidentiality, also Vertraulichkeit von Daten, dass sie quasi nur für die Personen zugänglich sind, für die sie quasi da sind, die Daten, und nicht für andere. Dann Integrity, das heißt, dass die Information nicht verändert wird oder nur von den Personen verändert wird, die es verändern dürfen. Und Availability, also Verfügbarkeit, also dass die Daten auch immer verfügbar sind, wenn man die halt braucht und nicht irgendwie dann nicht verfügbar sind. Wir teilen in der IT-Sicherheit gerne die Sicherheitslücken, vergeben wir quasi Art IDs. Und da gibt es diesen Standard CVE, also Common Vulnerability Enumeration. Das ist quasi eine ID für Schwachstellen. Die wird dann vergeben und die hat ein Format wie CVE, dann kommt die Jahreszahl und dann kommen ein paar Zahlen dahinter, die quasi aufsteigend sind. Ein Beispiel ist beispielsweise CVE 2021-2908. Könnt ihr dann gerne nachschauen, was das für eine Sicherheitslücke ist. Ist aus dem Jahre 2021. Und das ist quasi das übliche Format. Das heißt, wenn man eine Sicherheitslücke findet, dann kann man diese CVE quasi anfordern gehen bei der Stelle, die sie ausgibt. Beschreibt kurz, was die Lücke ist. Und wenn das passt, kriegt man eine CVE zugewiesen und hat quasi eine eindeutige ID dafür. Dafür in Kombination gibt es auch das CVSS, das Common Vulnerability Scoring System. Das ist quasi ein Wertungssystem, wie schlimm sind die Sicherheitslücken, quasi eine Skala. Also es beurteilt die Kritikalität. Die Skala geht von 0, das heißt ungefährlich, bis 10, quasi es ist komplett kaputt und am besten neu schreiben und vom Netz nehmen oder offline nehmen. Sie sind auch extrem subjektiv. Es gibt auch verschiedene Wertungsmetriken, wie man das quasi zusammenzählt. Werden wir auch mal kurz später darauf eingehen. Dann, Dimitri, erzähl noch mal, was gibt's da noch, was ich jetzt zu wissen zur IT-Security? Jo, also der Punkt ist natürlich klar, es gibt keine hundertprozentige Sicherheit, das wird sich immer ändern, es wird immer Dinge geben, die nicht so funktionieren, wie man das gerne hätte. Und vor allem halt AngreiferInnen werden immer neue Techniken auch finden, um Dinge zu umgehen und Sicherheitsvorkehrungen auszuhebeln. Also das ist immer so ein bisschen so ein Katz-und-Maus-Spiel. Und da gehen wir mal weiter zum nächsten Punkt. So ja, das sind schon zwei Punkte. Also der erste Teil, auf den wir eingehen wollten, ist E-Mail. Also quasi E-Mail ist was, das kennen garantiert alle von euch. Das verwendet jede Firma, das verwendet jede Privatperson im Endeffekt. Leider könnte man sagen. Aber im Jahr 2021 gab es da gerade mit E-Mail mal wieder große Schwachstellen. Ganz stark herausgestochen ist vor allem zu Beginn des Jahres und dann nochmal auch später Microsoft Exchange, der halt sehr weit verbreitet ist. Und dann haben wir noch zwei kleinere, also eins davon werden wir noch kurz besprechen, die Sonic Wall E-Mail Security. Da geht es halt vor allem darum, dass das eine E-Mail-Software ist, die spezifisch eben auch für Sicherheitszwecke geschrieben wurde und auch so vermarktet wird. Aber das funktioniert auch nicht immer. Und darauf werden wir dann im Talk diesmal nicht ganz eingehen, aber erwähnenswert ist es trotzdem, also auch Open Source. E-Mail-Server-Lösungen wie Exim, die haben da dieses Jahr auch 21 ziemlich schlimme Lücken aufgewiesen, die teilweise schon knapp 18 Jahre alt oder 17 Jahre. Aber als erstes gehen wir quasi zu Microsoft Exchange und schauen uns da mal an, was der so gemacht hat. Also grundsätzlich zu Microsoft Exchange, wer das gar nicht kennt, das ist eben Microsofts E-Mail-Server-Software, also alle, die in ihren Firmen oder auch zu Hause mit Outlook arbeiten dürfen, verwenden wahrscheinlich dahinter dann ein Exchange. Das ist extrem weit verbreitet, gerade im Firmenumfeld ist es halt einfach Microsoft. Also eins der großen Argumente ist immer, es kann ja auch so gut Kalender machen und darum verwenden wir das als E-Mail-Server, whatever. Aber auf jeden Fall ist das wirklich sehr, sehr weit verbreitet. 2021 gab es für das Ding zwei volle Exploit-Chains, das heißt jetzt quasi, das war nicht nur eine einzelne Schwachstelle, die da ausgenutzt werden konnte, sondern das waren eben mehrere Schwachstellen, die man relativ problemlos aneinander ketten konnte und dadurch im Endeffekt das vollständig übernehmen konnte. Was in dem Fall jetzt quasi die zwei Dinge waren, das war einerseits Proxy Logon, das war im März, und Proxy Shell, das war dann im August. Und beide haben die komplette Übernahme und den Diebstahl aller E-Mails ermöglicht, also bei Proxy Logon
Ich glaube, da können wir dann eh schon zur nächsten Folie gehen. Da müsste dann ein bisschen was zu dem sein. Genau, also das jetzt ein bisschen, weil ich eben vom nationalen CERT Österreichs bin. Wir haben uns natürlich die Situation in Österreich angeschaut. Also das war quasi die Anzahl der verwundbaren Server in Österreich. Man sieht wenigstens, dass das relativ stark runtergegangen ist, relativ schnell. Aber man sieht auch gleichzeitig, dass es einen ziemlichen Long Tail hat, also auch bis jetzt. Ja, das sind immer noch so zwischen 50 und 100 Instanzen in Österreich dann nach wie vor verwundbar dafür. Und das ist jetzt doch, sind jetzt doch 9 Monate. Das Spannende bei Proxylogon war halt, dass das extrem schnell ausgenutzt wurde. Die gesamte Geschichte hinter Proxylogon ist eigentlich quasi die, dass das initial von Nation State Actors ausgenutzt wurde, also quasi von wirklich ja, staatlich finanzierten Gruppen, die das sehr sporadisch und als sehr quasi, sagen wir mal, Elite-Waffe eingesetzt haben. Und das wurde also schon ausgenutzt, bevor Microsoft überhaupt wusste, dass es diese Schwachstelle gibt. Und über Jänner und Februar ist dann aus unabhängigen Quellen teilweise gleichzeitig bemerkt worden, dass da irgendwas komisch ist in Microsoft Exchange Server und wurde dann Microsoft gemeldet. Und dann haben sie eben den Anfang März diesen Patch ausgerollt und quasi am Tag 1 wurde der dann plötzlich schon wirklich breit und weltweit und überall ausgenutzt. Da wurden dann auch extrem viele Webshells hochgeladen. Bis heute verwenden das Ransomware-Gruppen ganz gerne, um in Firmennetzwerke reinzukommen. Also das war wirklich extrem problematisch und ihr könnt es euch wahrscheinlich vorstellen, gerade ein E-Mail-Server ist natürlich was, wenn man erstmal die gesamten E-Mails einer Firma stehlen kann, hat man mal Unmengen von privaten Daten. Oft Leute schicken sich Passwörter, Leute schicken sich Daten von KundInnen und Kunden. Also das ein E-Mail-Server ist ja sehr problematisch, wenn das wegkommt. Und dann gab es eben noch das Zweite, nach Proxylogon gab es noch Proxyshell, also gerade mal 5 Monate später kam die nächste Schwachstelle, also die nächste Exploit-Chain, die war tatsächlich sogar eigentlich schlimmer als Proxylogon, aber das Medienecho war nicht mehr so groß, weil ja, wir hatten ja eh schon im März eine furchtbare Schlücke in Exchange-Server, jetzt gibt es halt wieder eine und man sieht da, die Patch-Disziplin war nicht ganz so gut bei denen, also bei der Schwachstelle, das dauert alles ein bisschen länger. Es waren am Anfang auch nicht ganz so viele betroffen, aber schon sehr, sehr viele und im Endeffekt von der Auswirkung her war das wieder dasselbe, es war extrem einfach auszunutzen und es war massiv, man hat einfach den gesamten Server inklusive aller Daten dann übernehmen können. Und wie gesagt, eben gerade Gruppen wie Ransomware-Leute, die dann im Endeffekt das Netzwerk dahinter noch verschlüsseln wollen, die sind immer extrem happy, wenn sie zuerst auf einen E-Mail-Server kommen, weil wenn man schon mal alle E-Mails von der Firma stehlen kann, dann kann man sie auch über diese Daten wunderbar erpressen. Eine kleine Sache, die man so am Rande erwähnen kann, die auch ganz spannend war, war tatsächlich so zum Thema Security-Lingo. Es hat sich herausgestellt, das ist tatsächlich eine ziemlich dumme Idee, Lücken so ähnlich zu benennen oder eben in dem Fall Exploit-Chains. Also wir hatten einige Rückmeldungen, wo Leute gesagt haben, wie wir denn dann was zu Proxy-Shell geschickt haben. Sie gemeint, ja, das haben wir eh schon gepatcht. De facto ging es aber aus ihrer Sicht um Proxy-Logon. Aber es ist natürlich eigentlich klar, wer sich nicht hauptberuflich mit IT-Security beschäftigt, für den klingt das so oder für den oder die klingt das so ähnlich, dass es ja eine Unterscheidung, gerade wenn das andere irgendwie gerade 5 Monate alt ist, dass das quasi dieselben Worte sind. Aber das waren die ersten 2 großen E-Mail-Schmerzpunkte dieses Jahr. Und dann können wir dann zum nächsten. Das war dann eben diese SonicWall E-Mail Security. Das ist jetzt eben eine etwas spezialisiertere Software, die sich halt eben spezifisch auch von die Firma heißt SonicWall, die sich spezifisch auf E-Mail beruft. Das heißt, da war die Anzahl der Betroffenen noch wesentlich kleiner, einfach weil das nicht so breit verwendet wird. Aber es wird eben explizit als sichere Lösung beworben und die hatte 3 ziemlich unschöne Schwachstellen. Und zwar im Endeffekt kann man sich das, und da kann man jetzt auch schön exemplifizieren, was wir vorher gesagt haben, also hätte 3 Schwachstellen. Die erste ist eben eine Unauthorized Administrative Account Creation, das heißt, eine Person kann ohne jede Authentisierung im Endeffekt einen Account erstellen, der administrative Rechte hat. Und damit eigentlich wiederum das Gesamte übernehmen, weil dann eben gab es noch 2 andere, nämlich mit
Wenn man dann eine erfolgreiche Authentifizierung durchgeführt hat, kann man beliebige Files hochladen und lesen. Und das heißt, man kann dort natürlich auch jede Art von Schadsoftware hochladen. Und wenn ich mir zuerst einen administrativen Account anlegen kann und dann danach, wenn ich mich mit dem einlogge, diese anderen zwei Dinge machen kann, kann ich natürlich auch den Server wieder komplett übernehmen. Das ist aber weit nicht so breit ausgenutzt worden, eben auch, weil das eine wesentlich seltenere generelle Kategorie ist, sondern eher in gezielten Angriffen. Also ich kann eben sagen, für Österreich, glaube ich, war die Anzahl der Opfer im einstelligen Bereich, die bekannt waren. Ja, aber so viel. Also E-Mail tut weh und VIP-E-Mail, das wäre irgendwie ganz nett. Und damit übergebe ich wieder an den Hetten. Ja, kommen wir zur nächsten Kategorie, und zwar VPN, Virtual Private Network. Wurde in der Pandemie sehr oft eingesetzt, weil natürlich Leute oft natürlich sollten Homeoffice machen und von zu Hause arbeiten. Aber das Ding ist ja, wenn ich dann von zu Hause arbeite, muss ich irgendwie aufs Firmennetzwerk zugreifen und interne Ressourcen wie Wiki oder was, Fileserver, was immer zugreifen können. Und dafür brauche ich ein VPN. Das ist quasi ein Tunnel von meinem Heimnetzwerk zum Firmennetzwerk. Und leider ist es so, dass halt vor allem bei der Pandemie jetzt oft ein Zeitmangel war, weil es halt schnell gemacht werden musste, weil alle ins Homeoffice gingen quasi, und da haben es oft dann Fehler bei der Konfiguration gemacht. Was halt dann Probleme machen kann. Also es wurde auch nicht geupdatet, sondern einfach, okay, wir haben noch ein VPN rumliegen, das nehmen wir einfach. Was dann aber auch war bei VPNs, war, dass die auch relativ kaputt waren teilweise. Wir haben als Beispiel hier das Pulse Connect Secure. Das ist ein VPN-Gateway von Pulse Secure, also quasi ein VPN-Server. Und es war möglich, das Ding komplett zu übernehmen. Also man konnte damit legitime Zugangsdaten stehlen und sich damit anmelden. Man konnte einfach die Server-Konfiguration beliebig anpassen. Man kann auch seine eigenen Spuren verwischen und Logdateien löschen, um halt nicht entdeckt zu werden. Und das Problem auch dabei war, dass die Updates von dieser Software sehr komplex waren und auch mit Downtime verknüpft waren. Das heißt, man musste diesen VPN-Server kurz runterfahren oder deaktivieren, das updaten und dann wieder hochfahren. Und das wird wohl oft wahrscheinlich in der Nacht oder am Wochenende gemacht worden sein, weil untertags geht das normalerweise nicht, weil die ganzen Menschen arbeiten. War sehr problematisch, weil es von sehr vielen Firmen verwendet wird. Ist eine relativ bekannte Software und war auch eine relativ hohe CVS-Zahl, weil es halt komplett übernommen werden konnte. Auch unauthentifiziert. Also es war schon ein komplexer Angriff, aber wo dann die Details draußen waren, hätte man das mit gewissen IT-Skills dann auch nachstellen können. Dann ist auch Fortinet ein bekannter Anbieter dafür, für VPN-Lösungen, also allgemein Sicherheitslösungen, und VPN ist eins davon. Und es gab halt einen Zugangsdaten-Leak von Fortinet-Zugangsdaten für verschiedene Installationen. Das wurde quasi gesammelt und durch eine alte Lücke quasi ausgenutzt. Da haben wir quasi eine Liste gehabt an legitimen Account-Daten, die irgendwie Angreifer organisiert haben durch diese Lücken, und irgendwann wurde einfach veröffentlicht. Und haben teilweise auch Accounts so funktioniert gehabt, und da sind einfach dann Leute oder Angreiferinnen und Angreifer einfach einloggen können in die VPN-Portale und haben einfach quasi Zugriff auf das Internetnetzwerk gehabt. Teilweise waren das auch Admin-Zugänge. Also VPN ist leider noch immer, muss verwendet werden oft und ist auch wichtig, aber es ist eine super kritische Software, weil damit kommt man quasi ins interne Firmennetzwerk, und da ist oft auch die Sicherheit viel, viel niedriger als vielleicht von außen. Dann gebe ich weiter wieder an Dimitri zum nächsten Thema. Jo, Wissensmanagement, also weil da hätte ich das ja quasi schon angesprochen, was hat man dann oft eben im internen Netzwerk? Irgendeine Art von Wiki oder eben Wissensmanagement, also quasi zumindest die meisten Firmen aber in einer bestimmten Größe werden das haben, einfach schon, ja, um Wissen auch zu behalten, und wenn einzelne Leute dann vielleicht auch die Firma verlassen, dass das nicht verloren geht. Aber gleichzeitig enthält Wissensmanagement einfach von Natur aus extrem sensible Daten, weil es enthält Dinge wie Dokumentation, wie funktioniert, also wie arbeitet die Firma, was natürlich für AngreiferInnen extrem spannend ist, aber auch wie funktionieren Prozesse, wo sind wichtige Leute, was sind vielleicht wichtige Systeme, all diese Dinge.
natürlich klarerweise auch Namen und Kontaktdaten von MitarbeiterInnen, potenziell aber auch von KundInnen oder eben von anderen Firmen, mit denen Kontakte gepflegt werden und wie die gepflegt werden. All diese Dinge sind halt da zum Teil dann drin. Ist natürlich für AngreiferInnen eine extrem spannende Datenquelle, weil gerade eben das Thema vorher auch kurz Ransomware war. Die wollen sich auch immer anschauen, um wie viel Geld können sie Firmen erpressen. Und da ist natürlich so ein Wissensmanagement, aus dem man leicht raus oder leicht, aber aus dem man herauslesen kann, was hat die Firma für andere Kunden und Kundinnen oder eben auch, wie viel verdient die Firma, wie viel setzt die Firma vielleicht um und was sind die wichtigen Leute. Das ist natürlich extrem relevant. Und quasi auch eben der Punkt, dass man dann gleich oft innerhalb der Dokumentation in dem Wissensmanagement gleich auch noch findet, was sind die, welche Systeme gibt's, welche Netzwerke gibt's, wie funktioniert die Netzwerktrennung, von welchem Netzwerk kann ich wohin, wo sind vielleicht Jump-Hosts, also Hosts, wo ich von einem Netzwerk in ein anderes wechseln kann. Das ist natürlich super praktisch, wenn das die Leute, die da eben Angriffe machen, nicht selber herausfinden müssen, sondern einfach quasi die Liste vor sich haben und das da nachschauen können. Und natürlich im Endeffekt alles beliebige andere, was irgendwie unter Wissensmanagement, sagen wir jetzt auch mal, sowas wie proprietäre Software oder überhaupt sowas wie Intellectual Property, alles, also kann extrem viel da drin sein. Und das ist eben auch sehr, sehr spannend. Deshalb ist auch im Normalfall eine recht kritische Software. Und eine, die da ganz gerne verwendet wird, ist von Atlassian Confluence. Das ist quasi eine Wiki-Software im Endeffekt, die viele Organisationen einsetzen. Der Vorteil ist halt jetzt gegenüber, oder der Vorteil aber ein Punkt gegenüber dem normalen Wiki ist halt, dass man da halt quasi dann eine Firma dahinter hat, die man bezahlen kann, wo man sagt, gut, wenn es Probleme gibt, kümmern sich die drum und das muss nicht die eigene IT machen. Das wird halt oft dann irgendwie als angenehmer wahrgenommen. Da gab es im August dann auch eine Schwachstelle und ihr seht eben auch, da haben wir die CVE-Nummer und eben den CVSS-Score, der extrem hoch ist, also mit 9,8, der quasi fast bei 10. Und das hat eben auch erlaubt, dass man völlig beliebigen Code auf der Maschine ausführt. In dem Fall allerdings, wenn ich mich richtig erinnere, mit der kleinen Einschränkung, dass man nicht mit Administrationsrechten da dran war, sondern nur mit etwas eingeschränkteren Rechten. Aber zumindest hätte man quasi alles in dem Wiki selbst verändern können. Und eine Authentifizierung war dafür auch nicht notwendig. Das heißt, auch das hat quasi vollkommen ohne irgendeine Art von vorherigem Zugangsdatenstehlen funktioniert, sondern das konnte einfach übernommen werden. Also auch Wiki und Wissensmanagement kann sehr problematisch werden und entsprechend, ja. Und dann glaube ich, wenn ich mich jetzt recht erinnere, gehen wir mal zum nächsten Punkt. Da mache ich nämlich gleich weiter, weil da kommen wir zu was ganz Rezentem. Und, achso, nein, zuerst kommt noch Drucken. Na, gut. Drucker mache ich auch. Wenn wir natürlich noch Wiki haben, haben wir ja auch oft da Dinge, die wir auch ausdrucken möchten, weil die halt abgeheftet gehören und muss nicht, darf nicht nur digital sein, muss auch analog sein, das Zeug. Muss auf toten Baum gedruckt werden. Und ja, jeder kennt Drucker, die funktionieren einfach oder auch nicht. Viele Menschen hassen Drucker, vor allem die damit arbeiten müssen, sie konfigurieren müssen, weil sie kaputt sind und nervig und nicht funktionieren meistens. Und diese Dinger sind extrem komplex, da ist wirklich viel Software drin und die können wirklich viel. Ich kann auch sehr den technischen Talk von Lynx empfehlen, von der Privacy Week, wo er zeigt, so wie gefährlich auch Drucker sein können als Angriffsziel. Bei Druckern gab es halt auch eine sehr schöne, traurige Lücke von Microsoft, das Print Nightmare. War quasi eine Schwachstelle im Microsoft Print Spooler Service. Das ist quasi die Software in Windows, die quasi die Drucke managt im Windows-System. Also es war jetzt nicht am Drucker selber, aber im Windows-System, das quasi ein Drucker nutzt. Und die Lücke war seit Juni bekannt dieses Jahres und die hat quasi ermöglicht, dass man die eigenen Rechte erhöht. Das heißt, wenn man normale Nutzerinnenrechte hat, konnte man sich mit dieser Lücke quasi Administrationsrechte ergattern. Das Ding war auch, ja, fix me if you can. Also es gab da fix Versuche von Microsoft, verschiedene Patches. Der erste hat nicht funktioniert. Die haben ein paar Patches rausgehaut, bis es dann wirklich dann repariert wurde. Es gab doch einige CVEs von Microsoft und es gibt auch irgendwie eine CVE, die wirklich nur die einzige ist, die man quasi als dafür verwenden soll quasi. Und das Ding ist auch, diese Patches haben auch zu Druckerproblemen geführt, die auch bis heute anhalten teilweise. Also es, auch wenn man dann Dinge repariert, kann es sein, dass andere Dinge kaputt gehen.
Und das war echt, das war auch ein Desaster, das Print Nightmare. Man, Windows allgemein, aber in der Kombination ist es halt noch schlimmer. Also Angreiferinnen erfahren sich immer, wenn dann ungepatchte Windows-Systeme da sind und solche Lücken existieren und sich einfach Administrationsrechte erhacken kann quasi. Aber ja, Drucker sind ja auch nicht nur das einzige Tolle an Computern, sondern auch das nächste Thema. Ja, Java. Ja, also ich meine, wenn die eine oder der andere von euch da jetzt vielleicht ein kleines Flashback hat, ja, das ist fast dieselbe Folie wie vorher. So, Java gibt es überall, genauso wie Drucker. Java funktioniert einfach oder halt auch nicht. Und es ist in Wahrheit natürlich ein extrem komplexes Thema. Und gerade bei Java ist halt immer diese Sache mit Java ist halt Enterprise Software. Ja, also das ist auch da ganz wichtig. Und das hat man jetzt auch schön gemerkt. Bei einer netten Lücke, mit dem in einer sehr weit verbreiteten Java-Bibliothek, die sich da Log4j oder zumindest in dem Fall sogar spezifisch Log4j 2 nennt. Also die wurde zwar dieses Jahr schon früher, wurde darauf hingewiesen, also im Sommer bei einer Konferenz, dass es da eine Lücke geben könnte, aber wirklich jetzt ganz öffentlich wurde alles erst im Dezember, also jetzt tatsächlich. Und das ist was, wo, also wenn einige von euch vielleicht in der Systemadministration oder sowas arbeiten, die werden damit gerade wahnsinnig viel Spaß haben, weil das Problem ist quasi, diese Bibliothek wird verwendet, um zu loggen. Also quasi, das heißt, wenn es Fehlermeldungen gibt oder wenn es Verbindungsversuche gibt, etc., die wird einfach ganz massiv verwendet, um einfach Logging zu betreiben, also quasi ein Archiv zu erstellen, von was so in einer Applikation vor sich geht. Und die ist in extrem unglaublich vielen Java-Dingen drin. Und ja, da wurde jetzt eben festgestellt, es gibt auch darin eine unauthenticated remote code execution. Das heißt quasi eben ohne jede Authentifizierung kann die Person, also keinen AngreiferInnen über das Netzwerk beliebigen Code ausführen. Und zwar, das macht diese schöne Überschrift, wie ihr die da seht. Das ist jetzt ein String, der halt so standardmäßig verwendet wurde. Der halt für diesen Exploit verwendet wird. Und zwar geht es da darum, dass diese Software einfach remote Dinge zugreifen kann. Und was da jetzt passieren würde, ist quasi, dass sie einen LDAP-Request macht auf diesen Server, der da angegeben ist. Also in dem Fall würde der Server Emoji, also halt das Vulkan-Emoji.rocks heißen, mit einem Pfad A. Und wenn in diesem Pfad A quasi was liegt, dann lädt die das runter und führt das aus, wenn das eine ausführbare Java-Klasse ist. Also ihr könnt euch vorstellen, das heißt, da kann man einfach, man braucht nur einen Webserver haben oder eben einen LDAP-Server, hinterlegt dort, was man möchte, und wenn man dann eben man braucht quasi nur dann einen Verbindungsversuch aufbauen zu einem System, das mit Log4j2 loggt. Und dann wird automatisch dieser Code von dem selbstkontrollierten Server runtergeladen und auf der Maschine ausgeführt. Deshalb ist das ziemlich einfach ausnutzbar, vor allem auch deshalb, weil es eben mittlerweile ganz, ganz viele Twitter-Threads und GitHub-Repositories gibt, auf denen sich auch Personen, die keine Ahnung haben, wie das funktioniert, das einfach copy-pasten können und bitte danke. Und natürlich in der Kombination, dass das so wahnsinnig weit verbreitet ist, führt das natürlich zu doppelt viel Spaß. Und wie gesagt, da ist auch jetzt, also das wird gerade aktiv wahnsinnig stark gepatcht. Und da ist viel am Laufen und die ersten Patches ist auch so, also auch das Patch Me If You Can, was wir vorher hatten, auch das war das nur in dem Fall Gott sei Dank etwas schneller. Also die ersten Patches, die eben erschienen sind, wurde, stellt sich dann im Nachhinein herausgestellt, die funktionieren gar nicht und die kann man umgehen. Also auch so, war das eine sehr problematische Schwachstelle und ich sehe immer noch und wir sind ein bisschen gespannt. Also ich meine, wir nehmen den Talk jetzt ein bisschen früher auf, als ihr ihn seht. Also wir sind selber gespannt, was dann passieren wird, noch mit dieser Lücke, bis der Talk dann wirklich veröffentlicht ist. Aber es ist bis jetzt noch unklar, wie viel Software betroffen ist, außer dass es unendlich viel ist. Ja, also auch eine sehr unschöne Lücke noch zum Jahresende. Genau. Office. Ja. Da gehen wir dann gleich weiter zum Office. Ist auch so eine Sache, da gibt es überall, ja, egal ob ihr das LibreOffice verwendet oder Microsoft Office oder whatever, kaum jemand verwendet gar kein Office und ist entsprechend natürlich attraktiv für AngreiferInnen. Also auch da, die meisten von euch werden so Dinge wie Phishing-E-Mails kennen, wo eben genau auf Schwachstellen darin oder teilweise einfach auch absichtlich Funktionalität in Office-Suites zugegriffen wird.
Und der Punkt ist auch, die sind wahnsinnig komplex, oft weil sie ganz viele Legacy-Features unterstützen müssen, also Features, die quasi früher mal wer eingebaut hat und jetzt alle noch verwenden wollen, wo sich aber im Nachhinein herausgestellt hat, dass man die eigentlich gar nicht mehr will. Aber man braucht es halt doch noch, irgendwie muss man es noch unterstützen, weil es gibt halt so viele aktuelle Dinge, die darauf aufsetzen. Ja, also deshalb ist Office auch generell ein Problem. Und auch da hat Microsoft dieses Jahr mit eben CVE 2021-40444 ein Remote Code Execution in Microsoft Office Dokumenten bekommen, die auch schon quasi vor dem offiziellen Patch ausgenutzt wurde. Und wie ich eben vorher erwähnt habe, wie man das in dem Normalfall ausnutzt, ist quasi, AngreiferInnen konnten da einfach dann Dokumente versenden in Phishing-Mails, und wenn die Leute das quasi aufmachen, dann wird diese Schwachstelle ausgenutzt. Und auch da war quasi das große Problem, dass es relativ schnell tatsächlich dann sogar einfach ein Online-Tool gab, wo man sich auch als völlig technisch unversierte Person ein Dokument zusammenklicken konnte, das diesen Exploit ausnutzt und das dann beliebig verschicken konnte. Und das macht natürlich gerade eine solche Lücke dann auch nicht einfacher, wenn das dann so breit verfügbar ist und einfach alle das ausnutzen können. Ja, so viel zu Office. Genau, und das gab es nämlich auch noch. Das war noch ein schöner Punkt, die CVSS-Score. Was hat das jetzt für eine CVSS-Score? Also man kann sich drei verschiedene Quellen anschauen, oder das haben wir jetzt einmal gemacht. Das erste wäre Microsoft, glaube ich, deren eigenes Advisory. Da seht ihr unten die CVE-Nummer, also CVSS-Score. Und dann schauen wir mal weiter zum nächsten. Das ist jetzt von Circle Lou, und siehe da, die CVSS-Nummer ist eine vollkommen. Also die CVSS-Score ist doch relativ stark anders berechnet. Und dann kann man ja vielleicht noch weiterschauen, was sagt noch so eine dritte Quelle dazu. Ja, okay, das ist jetzt wieder was anderes. Also auch da zum Thema, wie subjektiv das eigentlich ist, sieht man halt daran, dass da doch relativ unterschiedliche Werte rauskommen, wenn sich das verschiedene Leute anschauen. Und die war irgendwie ein sehr schönes Beispiel dafür. Also das könnt ihr auch einfach mal selber ausprobieren. Es gibt eben zum Beispiel, es gibt da diverse Rechner, die ihr finden könnt, einfach online. Und dann könnt ihr euch mal selber anschauen, wie würdet ihr was beurteilen und feststellen, ja, wenn ihr das vielleicht mit einer anderen Person vergleicht, die würde das ganz anders beurteilen. Ja, so viel zu dieser erfreulichen CVE. Kommen wir zu Videokonferenzlösungen. Wir wissen, wir sind alle zu Hause und wollen dennoch mit unseren Freunden und Freundinnen und Arbeitskollegen und Kolleginnen auch uns unterhalten. Und dafür gibt es natürlich tolle Videokonferenzlösungen. Open Source, Closed Source, gibt immer alles Mögliche zur Auswahl. Und es gibt auch verschiedene Angriffsziele, die man über Videokonferenzlösungen machen kann. Also man kann einmal einfach ein Meeting hijacken, also quasi das Meeting übernehmen und irgendwie Sachen machen, Leute raushauen, Leute muten, was weiß ich, unpassende Videos spielen. Man kann auch einfach in einem Meeting joinen und einfach Spionage betreiben und quasi einfach Informationen mithören. Und wenn man noch Glück hat, kann man das quasi so machen, dass dann niemand bemerkt, dass da wer dabei ist. Kann auch sein, das heißt, kann man dann irgendwie Sitzungen mithören, die eigentlich nicht für die öffentliche Welt bestimmt sind. Was auch sehr gerne oder sehr interessant ist natürlich, wenn man dann die Rechner der teilnehmenden Personen attackieren kann. Also wenn es eine Lücke gibt in dieser Lösung, wenn die halt so schlimm ist, kann man quasi die Rechner der Teilnehmer attackieren und zum Beispiel irgendwie Schadsoftware ausführen oder den Rechner übernehmen. Kommen wir zu zwei Themen. Eins war Zoom Update Fail, das war sehr interessant. Und zwar gab es eine Sicherheitslücke, gab es einen Zoom Installer und wenn man Zoom installiert. Und der hat nur zum Beispiel die ausführbaren Dateien und die mitgelieferten Bibliotheken überprüft, quasi, dass die quasi legitim sind und von Zoom selber sind. Sie haben aber nichts überprüft, ob dann noch mitgelieferte Skripte von Zoom selber sind. Das heißt, man hat quasi einen komplett legitimen Installer hingeschickt zum Opfer und hat dann im Endeffekt noch eigene Skripte hinzugefügt, die wurden dann bei der Installationsroutine einfach ausgeführt und hat man quasi sich quasi dann auf dem Rechner quasi Rechte bekommen oder hat eine sich hinverbinden können oder der Rechner hat sich zu dir verbunden und hat quasi dann Zugriff auf den Rechner gehabt.
Das wurde im Rahmen des Red Team Assessments entdeckt, quasi ein länger dauerndes Sicherheitsassessment, wo die quasi geschaut haben, wie können wir diese Firma attackieren. Also sie haben quasi so einen AngreiferInnen simuliert und haben im Rahmen dieses Assessments diese Lücke entdeckt und haben die auch erfolgreich ausgenutzt und quasi einen Rechner übernommen von so höherrangigen Menschen in einem Unternehmen. Also wenn es interessiert, ein sehr spannender Blogpost, wie die das gefunden haben. Dann Zoom-Bombing, unerwünschtes und destruktives Stören von Online-Videositzungen. Das kann sein durch irgendwelche unpassenden Videospielen, durch lautes Schreien in den Kanal. Also es gibt da verschiedene Arten, wie man das stören kann, die Sitzungen. Und oft ist es meist aufgrund von öffentlichen Zugangsdaten. Also wenn sie Gruppen treffen, oft dann veröffentlichen halt irgendwie Zugangsdaten zu dem Kanal, wo sie sich treffen, sei es mit Passwort und Link. Was dann auch sein kann, ist halt, man kann es normalerweise auch machen, wenn das Tool entsprechende Moderationsfähigkeiten hat. Und oft war halt auch das in Kombination mit fehlender Konfiguration bzw. Sicherheitsmaßnahmen. Man kann zum Beispiel sagen, dass man die Leute einzeln approven muss, wenn die halt dazukommen. Oder man kann machen, dass Leute von Haus aus gemutet sind und nicht reden können, außer man gibt ihnen Rederechte. Also man kann da einige Moderationstools anwenden, um dann sowas zu verhindern. Und ich hatte nicht mal gewusst, aber es gibt auch einen offiziellen Wikipedia-Artikel zu dem Konzept Zoom-Bombing. Auch ganz interessant zum Lesen. Ja, dann kommen wir zu der Content-Warnung nochmal. Es wird in den nächsten Slides über digitale Überwachung von Menschen, insbesondere Frauen und Partnerinnen, als auch über Menschenrechtsverletzungen gesprochen. Bitte, Dimitri. Ja, also grundsätzlich das Hauptthema von dem Teil sind Smartphones, natürlich die Dinge, die wir alle ständig mit uns tragen, die wundervollen Wanzen, die ständig zuhören können, die eine Kamera haben, was gibt's Besseres? Und denen wir natürlich auch noch alle unsere intimsten und sonstigen Geheimnisse anvertrauen und die dann im besten Fall noch an andere schicken. Also Smartphones sind einfach in jeder Art und Weise eine Goldgrube für Daten. Am besten machen wir noch unsere ganzen Bankgeschäfte drauf. Das heißt, das ist natürlich für AngreiferInnen großartig, also viel besser wird's nicht mehr. Dann ist es halt bei Smartphones oft so, dass Updates schwierig sind, beziehungsweise gerade wenn man ein Smartphone vielleicht länger verwenden will oder muss, dann ist es halt oft so, dass die Herstellungsfirmen nach wenigen Jahren schon keine Updates mehr veröffentlichen oder halt generell nur sehr zaghaft und sehr langsam Updates veröffentlichen. Das heißt, viele von diesen Geräten sind oft schon grundsätzlich sehr verwundbar. Und am schlimmsten ist natürlich dann die Kombination gerade staatliche Akteure und Akteurinnen haben in Kombination mit Telekommunikationsanbieterfirmen wahnsinnige Möglichkeiten, da im Endeffekt alles zu machen, weil wenn quasi die staatlichen Gruppen den jeweiligen Telekommunikationsanbieterfirmen vorschreiben können, dass sie jetzt da bestimmte Dinge machen müssen oder eben ihnen Daten geben müssen, dann ist das natürlich, dann ist halt ein Smartphone ein extrem gutes Ziel. Das quasi mal zum allgemeinen Teil. Und was wir dann 2021 gesehen haben, und also eigentlich schon wesentlich länger, das ist Pegasus. Pegasus ist eine Überwachungssoftware der NSO Group. Das ist eine Firma, die Überwachungssoftware verkauft, vor allem an Staaten, durchaus auch an Staaten, wo sehr fraglich ist, ob die Menschenrechte einhalten oder nicht, beziehungsweise was ziemlich klar ist, dass sie das nicht tun. Und es gibt aber eine Gruppe, das Citizen Lab, das ist von der kanadischen Uni, also in Toronto die Universität, die verfolgen die seit Jahren. Also wen das interessiert, könnt ihr einfach mal nach Citizen Lab in der Suchmaschine eures Vertrauens eben nachschauen. Ihr werdet da viel von denen finden. Die schreiben immer sehr, 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 sehr gute Artikel. Und die haben eben vor allem auch ganz stark herausgefunden, dass das massiv gegen JournalistInnen und eben auch MenschenrechtsaktivistInnen eingesetzt wird, obwohl natürlich die NSO Group immer sagt, nein, in unseren Verträgen steht ja eh drin, das darf nur gegen Menschen, die mit Terror zu tun haben, verwendet werden und bei schweren Verbrechen etc. pp. Aber eingesetzt wird es halt dann natürlich so. Das hat die komplette Übernahme des Telefons ermöglicht das und teilweise halt auch, weil in den normalen Fällen braucht das auch überhaupt keine Interaktion von der Nutzerin. Warum? Das ist eben teilweise, weil das eben mit den Telekommunikationsfirmen gemeinsam gemacht wird. Und eben zum Beispiel gerade im August hat diese Schadsoftware Exploits eingesetzt, die auf zum Beispiel auf iOS, also auf modernen iPhones,
die gerade komplett die neuesten Patches drauf haben und das hat trotzdem dort funktioniert. Also das heißt, da sieht man auch, da ist extrem viel Geld dahinter und wirklich sehr, sehr viel Entwicklungstätigkeit, dass die up-to-date bleiben. Aber wer ein bisschen die Medien verfolgt hat, wird festgestellt haben, in den letzten Wochen und Monaten ist Pegasus ziemlich stark unter Beschuss gekommen und die NSO Group mit ihnen so weit, dass sie das Produkt jetzt gerade irgendwie abverkaufen wollen oder in eine Unterfirma oder sowas einbauen wollen. Also ein bisschen Medienaufmerksamkeit hat immerhin dazu geführt, dass die Firma sich jetzt selbst überlegt, vielleicht sollten wir sowas nicht mehr vertreiben. Aber naja, wirklich wahrscheinlich ist es nicht. Ja, aber es gibt eben nicht nur diese staatlichen Dinge, sondern es geht bei den Smartphones auch noch weiter, nämlich quasi Consumer Spyware. Und das ist quasi was, was ich persönlich auf jeden Fall extrem problematisch finde. Das wird halt im Normalfall verkauft, eben für besorgte Eltern oder eben C-Levels in Unternehmen, die jetzt ihre Kinder oder eben MitarbeiterInnen überwachen wollen, um zu schauen, ob die eh brav arbeiten oder dass sie eh brav am Heimweg sind oder im besten Fall ja auch, dass man das Kind ja damit beschützen kann, weil wenn es dann irgendwo ist, wo es nicht sein soll, dann kann man da sofort quasi irgendwie mithören und schauen, ist das jetzt vielleicht, wird das Kind entführt oder sowas. Also so wird's vermarktet. Ja. Das ist der wichtige Punkt. Die Installation ist bei solchen Dingen meistens nur mit physischem Zugriff auf das Gerät möglich. Das heißt, man muss das Gerät zumindest mal haben, was aber natürlich jetzt gerade, wenn man das MitarbeiterInnen, Kindern oder eben PartnerInnen aushändigen will, oft nicht so schwer ist, weil hey, ich schenke dir ein neues Handy. Und das benutzen wir doch im Normalfall, funktioniert diese Software auch so, dass sie ihre Existenz verschleiert. Also es ist nicht leicht, gerade als normale NutzerIn festzustellen, dass diese Software überhaupt vorhanden ist am Telefon. Das ist auch, und die Kostenpunkte für das ist normalerweise nicht massiv teuer. Also das ist irgendwo in der Gegend von, sagen wir mal, 100 Euro bis ein paar 100 Euro. Also das heißt, das ist jetzt nichts, wo man sagen kann, das kann sich niemand leisten. Das wäre zum Beispiel bei dem vorher erwähnten Pegasus wäre das ganz anders. Also das könnten sich jetzt Einzelpersonen, außer sie sind extrem reich, nicht leisten. Aber klar, wenig überraschend, sage ich jetzt mal, wird das oft für Stalking oder Überwachung von PartnerInnen verwendet. Und es gibt auch zum Beispiel Studien darüber, die bewiesen haben, dass diese Firmen auch zum Beispiel solche Suchbegriffe bei Google kaufen. Also auch wenn sie jetzt nur mit Eltern und quasi Überwachung von MitarbeiterInnen werben, ist es schon so, dass sie bei Suchmaschinen Geld einwerfen, dass wenn jemand sucht, einen Begriff sucht, wie kann ich meine Partnerin überwachen, dann kommen deren Produkte als erstes, weil sie dafür zahlen. Also ja, das heißt, die spielen da eindeutig ein doppeltes Spiel. Und das ist halt, ja, und Smartphones sind einfach gerade für unser gesamtes Leben extrem problematisch, wenn da jemand komplett Zugriff hat und im Endeffekt immer mithören kann, eben potenziell immer eine Kamera aufdrehen kann, Texte verändern kann, Nachrichten löschen, Nachrichten schicken kann. Das ist einfach was im Endeffekt das gesamte Leben derzeit ziemlich stark kontrollieren könnte. Also drum, Smartphones sind auch eine echt unerfreuliche Sache und deshalb ist immer was gut, schaut drauf, dass ihr dort Updates habt. Ja. Ja, kommen wir langsam zum Ende von unserem Vortrag. IT-Sicherheit, IT-Security im Jahr 2021. Ich habe immer meinen letzten Vortrag immer so zur GIFs gehabt oder Chips, je nachdem, wie ihr es aussprechen wollt. Und ich muss leider sagen, leider gehen uns die aussagekräftigen GIFs aus. Also es wird irgendwie jedes Jahr schlimmer und schlimmer oder kaputter und kaputter. Und wir müssen leider sagen, oder Gott sei Dank, genug Sicherheitslücken für heute. Lasst uns mal wieder uns den schönen Dingen widmen im Leben. Wir danken euch vielmals fürs Zuhören. Stay safe und patch auf jeden Fall eure Systeme. Das ist ganz wichtig. Patches und Updates sind nicht umsonst da. Wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, es gibt hier Kontaktdaten von uns beiden. Vielleicht seht ihr uns auch in der RC3-Welt. Und ein Hinweis, ja, bitte keine E-Mails. Vielen, vielen Dank von meiner Seite. Und ich freue mich schon aufs Q&A mit euch. Voll, dasselbe von mir. Danke an euch, danke fürs Zuhören und bis zum Q&A. Dann ciao. Tschüss. Ja, vielen Dank für diesen tollen Vortrag. Dann bleibt mir nicht viel anderes übrig, als euch zum Q&A zu geleiten. Ihr seht hier unten den QR-Code.
Da könnt ihr einfach den einscannen und dann werdet ihr dahin geleitet. Ansonsten gibt es hier eine wunderbare URL zur Awesome Ada. https://events.hexen.org/awesome_ada.html. Ihr seht es aber auch nochmal da unten. Wir freuen uns. Bis gleich.